Oh, hallo, ich habe euch gar nicht gesehen. Wisst ihr, früher war alles irgendwie anders. Da war es viel schwerer, irgendwelche Karten zu bekommen. Ich kann euch da mal eine Geschichte erzählen. Und zwar... Früher war es so, wenn man eine Einzelkarte haben wollte, tauschte man. Oder wie so oft, hoffte man, dass man sie zog. Bitte, 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 lass es Spielkraft oder Chaos Imperator Drache sein. Ja, das war früher so. Früher musste man echt hoffen, dass man jede einzelne Karte zieht. Doch heute ist das ja viel einfacher alles. Man braucht nur auf Yu-Gi-Oh! Kartenmarkt gehen und schon kann man sich jede einzelne Karte holen, die man möchte. Ach ja, heute ist es echt viel einfacher. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht sieht man sich ja mal. Das war eine kleine Geschichte, um etwas an alte Zeiten zu erinnern. Wie ihr bereits seht, handelt es sich um eine Produktplatzierung. Ich möchte hiermit Yu-Gi-Oh! Kartenmarket als meinen Sponsor vorstellen. Doch wie immer habt ihr auch was davon. Es gibt wieder was zu gewinnen. Es gibt 3x 10 Euro Gutscheine und 16x Willkommensgutscheine wert von 5 Euro. Doch wie könnt ihr gewinnen? Wer gerne den 10 Euro Gutschein gewinnen will, muss einen Kommentar schreiben, in dem folgende Sachen stehen. Erstens, dass er den 10 Euro Gutschein haben möchte. Zweitens, was für ihn Yu-Gi-Oh! Kartenmarket bedeutet. Und drittens, was er in Zukunft von diesem Kanal erwartet. Wer den 5 Euro Willkommensgutschein gewinnen möchte, muss ebenfalls einen Kommentar unten reinschreiben, in dem folgendes steht. Erstens, dass er gerne den 5 Euro Gutschein haben möchte. Zweitens, wie man das erste Mal von Yu-Gi-Oh! Kartenmarket erfahren hat. Und drittens, was ihr in Zukunft von diesem Kanal erwartet. Wichtig zu erwähnen bleibt, dass der Gutschein nur auf Yu-Gi-Oh! Kartenmarket einlösbar ist und sich nicht auszahlen lässt. Außerdem ist noch zu erwähnen, dass der Willkommensgutschein nur funktioniert bei Leuten, die noch keinen Account haben. Das heißt, man muss sich einen neuen Account dann erstellen und nur dann kann man diesen Gutschein einlösen. Ich wünsche euch dann noch viel Glück und die Gewinner werde ich in 7 Tagen auf meiner Facebook-Seite veröffentlichen und ich werde auf den Kommentar hier auf YouTube antworten. Euch noch einen schönen Tag und bis bald!